Sie sind jung, hübsch, erfolgreich und sie besitzen einen Organspendeausweis. Am vergangenen Donnerstag feierten die jungen Helden im Ritterbutzke in Kreuzberg zusammen mit Prominenten aus Film und Fernsehen ihre jährliche Party. Mit Musik, Cocktails und guter Laune will der Verein vor allem junge Leute auf das sensible Thema Organspende aufmerksam machen. Die jüngeren Leute, merkt man halt, was das Thema Organspende angeht, haben ja gar nicht solche Angstmauern im Kopf, sage ich mal, sind sehr offen und finden das eigentlich auch immer cool, haben vielleicht vorher noch gar nicht so darüber nachgedacht und dadurch, dass sie so einen Anstoß kriegen und vielleicht auch da innerfamiliär oder mit ihren Freunden drüber reden, ist eigentlich schon das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich nur, dass man sich damit auseinandersetzt, ob man sich jetzt dafür oder dagegen entscheidet, ist es eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern dass man überhaupt darüber nachdenkt. Aktuell warten in Deutschland 12.000 Menschen auf eine Organspende, allein 8.000 auf eine Niere. Pro Tag sterben aber im Durchschnitt 3 Patienten, weil sie nicht rechtzeitig eine Nierentransplantation erhalten. Laut einer Umfrage sind fast 70% der Deutschen bereit, nach ihrem Tod Organe oder Gewebe zu spenden. Aber nur 15% haben auch ihre Bereitschaft mit einem Organspendeausweis ausgedrückt. Und selbst diese Bereitschaft sinkt von Jahr zu Jahr. Auch deshalb wurde der Verein Junge Helden 2003 von der verstorbenen Claudia Kotter gegründet. Das Konzept ist simpel und clever zugleich. Deutsche Stars wie Jugend Vogel sind für einen Abend der lässige Türsteher oder wie Sängerin Johanna Klum die nette Tresenkraft. Die Fans erleben ihre Promis hautnah und die können wiederum fast beiläufig über das Thema Organspende sprechen. Ja klar bin ich Organspender, aus tiefst, also aus ernst oder das für mich nicht mal aufgesetzt, weil jetzt hier Prominente sind, sondern denke mir so, ja, wenn ich halt einen Hirntod erleide, warum sollen denn nicht Leute davon profitieren, so blöd wie das klingt? Das ist für mich ganz normal. Ich glaube nicht, dass sich wenig dafür interessieren. Ich glaube, dass einfach das Thema Tod in unserer Gesellschaft absolut tabu ist. Weil, das habe ich auch bei mir selber gemerkt, sobald man so einen Ausweis unterschreibt, impliziert das ja, dass man sterben könnte. Und da ist einfach in Deutschland gleich so, nein, auf keinen Fall, will ich nicht. Nichts, ich will nichts darüber hören. Man hatte keine Ahnung von den Fakten. Das ist nämlich sowieso überhaupt nur in Frage gekommen, wenn jemand am sehr unwahrscheinlichen Hirntod gestorben ist. Und nur 1% der Menschen stirbt überhaupt am Hirntod. Der wird von 2 verschiedenen unabhängigen Ärzten erstmal festgestellt, bevor es überhaupt zum Thema Organspende kommen kann. Und für mich war das total beruhigend und hat das Ganze mal in einem anderen und realistischen Licht gezeigt. Und ich glaube, es geht einfach darum, eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen. Und das ist eben das Gute daran, dass nicht Angehörige im Todesfall für einen entscheiden müssen und dann vielleicht in Konflikte geraten, sondern dass man die Entscheidung für sich trifft und damit auch die Entscheidung der Angehörigen abnimmt. Ich habe meiner Schwester Knochenmark gespendet vor 18 Jahren und die hat damit auch überlebt. Also ich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Tanzend über Organspende informieren. Warum eigentlich nicht? In den vergangenen Jahren haben die jungen Helden schon tausende Menschen zum Nachdenken und Mitmachen animiert. Und bei so viel Begeisterung werden es wohl noch mehr.